Ja, aus einem Stack Kohle kriege ich 4 Emeralds raus bei dem zum Traden. Also, und ich habe gleich 2 Stacks Kohle. Irgendwas stimmt hier nicht. Die Chance, Dias zu finden, kann doch nicht größer sein, als Gold zu finden. Anscheinend schon. Ja, ich habe einen Stack Dias, aber kein einziges Golderz. Tin, Alu. Ne, Bauxit brauchen wir erstmal nicht. Und noch mehr Redstone. Gold hier. Ich muss mir Eisen beschaffen. Kann ich dir den Arsch stopfen, ey. Wortwörtlich. Wir können dir sogar, wenn du möchtest, ein Eisenklo bauen auf dein Grundstück. Aber nur auf Goldbezahlung. Ich habe nämlich auch gleich wieder ein Stack zusammen. Und ich habe Gold. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Besser als nichts. Ich warte mal kurz, wie viel brauche ich denn überhaupt? Meine Höhle ist noch nicht ganz erforscht, ja, wo ich gerade bin, also. Ich brauch 10. Jo, ich hab schon 12 Emirates als Kohle im Gepäck. Ich hoffe nur, das schaltet sich auch ruckzuck wieder frei hier. Gravel kann weg, das kann weg, das kann weg, die Seeds können weg. Und das Rotten Flash kann weg. Und der Dirt. Andesite kann weg, Marble behalte ich mal. So, da gehen wir jetzt in die nächste dunkle Ecke der Höhle. Also wir brauchen Gold und Emeralds. Ich denke mal, wenn ich hier runtergehe, finde ich bestimmt noch ein bisschen Gold. In die Richtung, in die ich mich grabe, ich sehe auch auf der Minimap rum keine Höhlen mehr. Ich sehe einfach mal gar nichts. Dann ist da auch nichts mehr. Einen halben Stack Eisen gefarmt. Ich hab anderthalb Stacks. Ja, ich sammle erstmal nur ein bisschen weniger, bis ich eine Erzverdopplung habe. Viel Spaß, das dauert ein bisschen, bis du die hast. Oh, oh. Shocking.
Eigentlich ist der zweite, der dieses Achievement hat. Oh Gold, endlich! Zwei. Okay, ich hab nichts gesagt. Vier, das ist akzeptabel. Naja, plus meine 7 haben wir 11. Ja. Deine 7 hätten schon gereicht, wir haben zu Hause noch 3. Zwei Iron Gears fehlen jetzt noch. Oh, mein Bein ist eingeschlafen. Nice. weiter höher möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich weiter runter in der Höhle. Da oben. Oh, was haben wir hier? Aluminium. Nehmen wir mit. So geht's hier hinten noch ein bisschen weiter runter. Jo. Dü, ich bin auf Lava-Höhe, da wollte ich nicht hin. Das ist schon wieder kein Dings. Okay, was war ich? Oh, ich brauche noch einen Survival Generator. Oh, der braucht kein Ding. Kein Gold. Der braucht aber super viel Eisen. Da habe ich jetzt 3,5 Stacks Kohle. Das wird ja wohl reichen. Das müssten 15. Ich denke, du kannst nicht so viel traden mit denen. Das sind aber noch die 1,12er. Das heißt, die schalten, müssten sich regulär ganz schnell wieder freischalten. Das ist mal relativ. Also ich finde die trotzdem super langsam. Und hier ist ein Zombie-Villager, wow. Gerade jetzt, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Oder zumindest fürs Erste nicht mehr. Was brauche ich die Coke Coal? Zum Betreiben des Blastfurnaces. Ne, kann man auch Charcoal nehmen. Nein, du brauchst sie dann für den Blastfurnace. Du brauchst 9 Stück in der Mitte. Guck dir mal das Rezept von dem an. Und übrigens, okay. Zum Betreiben des Blast Furnace kannst du auch nur diese Coal verwenden. Nein, du kannst auch Charcoal nutzen. Und außer dass ich auch Gold. Eine Sache, die sie geändert haben, aber normalerweise geht auch Charcoal. Darko, ich hab noch ein bisschen Gold. Danke. Also, du kannst es gerne ausprobieren, aber ich war immer der Meinung, dass das nur mit Coal geht. Wofür steht man die sonst her? Weil die länger hält. Die hat eine höhere Burntime. Normale. Und es gibt doch EMC. Kohle hat EMC. Ja, warum sollte sie keinen haben? Weil Red Matter kein EMC hat. Oder wurde es mir einfach nur nicht im Ding angezeigt? Wo bin ich denn? Project E hat kein EMC. Deswegen dachte ich, EMC wird disabled. Hier bin ich ins Loch irgendwo geplumpst.
Und es ist Tag. Oh, das trifft sich sehr gut. Na gleich genau. Ich krieg's hin. Ich hoffe, die leben jetzt hier noch, Alter. Ich bin sofort wieder da. Jupp. Oh Gott, hast du mal Tab gedrückt, Alk? Durch dein Skin siehst du bei Tab ein bisschen komisch aus. Und ist halt ein Wikinger. Ist ein Glatzkopf. Nein, es ist ein Wikinger, falls du es noch nicht gesehen hast, der hat auch Haare oben drauf. So. Ja, aber nicht mit Tab, bei Tab. Doch, da sieht man es auch. Den schwarzen Streifen über den Augen. Er ist über den Augen, ist gar keiner zu sagen. Der schwarze Streifen ist der, die Umrandung davon. Nein, der dicke schwarze Streifen. Es kann sein, dass nur du ihn siehst. Bei uns ist da echt keiner. Also ich bin jetzt gerade kurz vom Server runter, weil ich jetzt gucken wollte, ob die es hier disabled haben mit dem Account. Yep. Weil ich weiß aber, dass ich in anderen Projekten für Account nutze. Ich benutze zum Beispiel noch nebenbei C-Block Rusted irgendwas oder so. Und da weiß ich, dass ich da Charcoal nutze. So. Essen. Da. Das ist der Rest Kohle. Das. Ups. So, Dago, wie viel Emeralds hab ich hier in der Hand? So, und Dago, guck mich mal an. Genau vorne über den Augen der schwarze Streifen, den sehe ich halt bei mir hoch. Ja, da sehe ich den, klar. Mir geht's um den Tab. Ja, da sehe ich den auch. Ist halt, das ist eine 3D-Frisur. Das ist das Overlay. Witzigerweise, jetzt sehe ich. So, okay, du kriegst deine 3 Emeralds, wenn du mir sagst, wie viel ich hier in der Hand halte. 12. Falsch. 10. Falsch. 11. Nein. Also deine 3, ja. 3 kannst du jetzt vergessen, es sind 19. Was? Ich hab 19 Emeralds. Und da ja, gut. Nein, da. Charcoal funktioniert. Es braucht aber 2 Charcoal pro Stil. So, aber weißt du, was ich jetzt noch mache, Darko? Ich versuche jetzt ein gewagtes Projekt. Kann man in der 1.12 schon 2 Personen ins Boot setzen? Ich weiß es nicht. Ja. Du meinst Villager-Transport, oder? Ja. Ich hol jetzt den her, der die Kohle tradet. Warte mal, warum? Damit so? Ich nicht jedes Mal dahin rennen muss. Ja, aber so kann CO2 einfach kommen und sonst haben wir ein schönes Druck. Okay. Stimmt auch wieder, aber ist ja auch wieder fies irgendwo. Ja und? Naja. Das bedeutet aber auch nicht, was ich hier oben claime. Ihr euch streiten. Ja, das brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Das können wir erst mal hier mit reinmachen. Wir haben ja die Emeralds. Warum vernichtest du das? Weil der Tank voll ist und ich keinen Bock habe, noch einen weiteren zu bauen. Oh, na gut. Außerdem, wir kriegen davon echt mehr als genug noch. So. Dann. Ah ja, dafür ist das Eisen auch gut. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks und 20 Eisenerz. Ich klaue mir jetzt einfach mal einen Stack, denn ich brauche das. Ich mache die nächste Quest. Und dafür, cool, Generator? Nein, noch nicht. Ich mache erst einmal Cooking for Blockheads. Dafür brauche ich wieder Clay. Wo ist das Clay? Hatten wir immer jetzt noch im Inventar? Ja. Okay, ja, weil da liegen die 2 drin. Du brauchst es doch 3, hast du gesagt. Deswegen habe ich dir welche zugeworfen.
Erstens müsst ihr jetzt wirklich alle aufteilen. Zweitens, ich kann auch mein Weltbier rein, hat keinen Modifier. Gerade frei. Und den Hammer habe ich. Haben wir ja logischerweise noch nicht. Nee. Ich suche trotzdem das Kack-Clay. Wo ist das hin? Ach nee, gut, hat sich erledigt. Hast du unter Tage Clay gefunden gehabt? Immer mal wieder, ja. Hast du es auch abgeerntet? Clay braucht ihr. Nicht wirklich. Das ist eine gute Frage, die ich brauche. Ed Cooking. Hier brauche ich Terrakotta. Das sind 4, 8, 16, 20, 40. Okay, nee, kann ich nicht mit dienen. 60. Plus 18 für die Blastteile. Also 2-6 Blöcke wären am besten geil. Kann ich nicht mit dienen, weil ich brauche auch noch selbst ein bisschen was. Als du anfängst mit Terrakotta, wusste ich schon, dass ich nicht mit dienen kann, weil ich habe nicht so viel. Dann gehe ich mal ganz kurz hier runter. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich dort unten in der Höhle hochklappen und dich abgegrast. So. Ach, wenn ich das sehe, dass die Gänge wieder nur 2 hoch sind. Ah, ja, reg mich nicht auf. Darüber werden wir ewig streiten, halt. Besonders über die, ob es sich überhaupt lohnt, das zu machen. Ich habe gesagt, ich reg mich da nicht auf. Kannst du mir ungefähr sagen, wie weit ich ins offene Meer rausrennen muss wegen Clay? Boah, mein Magen knurrt. Ich muss keine Ahnung, sonst lauf einfach irgendeine Höhle entlang, die da kommt. Da wird doch safe irgendwo Clay sein. Ja. Das heißt wohl nein. Genau das heißt es. Da ist irgend so ein Ölscheiß. Hier ist auch nix. Hier ist massig Kohle. Warum hast du die Kohle nicht mitgenommen? Was, wieso? Achso, ja. Weil meine Picke irgendwann kaputt war. Oder von welchem Gang redest du? Ich bin jetzt den Gang bis nach hinten gerannt und da sind auch so viele Kohlevorkommen. Ja. Und da oben ist ein Minenschacht, ist der schon komplett... Nee, da war ich noch nicht drin. Oh, da ist ein Spawner, da warst du bestimmt schon drin. Den habe ich nur ausgeleuchtet, nicht abgebaut. Was ist denn das für einer? Spinne. Normale, keine Cave. Ja, nee. Braucht man den überhaupt? Ich habe ihn einfach mal gelassen. Keine Ahnung. Aber Nickel braucht man. Das hast du hier nämlich übergelassen. Da oben ist Clay. Ich habe Clay gefunden. Das Clay. Und das wird bestimmt sehr viel sein. Maximal ein Stack. Nicht mal ein halber. Für ein Wash. Für ein Wash. Hier ist Gold. Clay. Da ist noch mehr Gold.
Clay. Arschloch-Skelett. Bei mir so viel Silber und Uranium. Und noch mehr Gold. Also Darko? Ich frag mich, was du hast. Ich habe ja einen neuen Gang angefangen und nicht meine alten abgesucht. Und noch mehr Gold. Alter. Oh, meine Base, wie gesagt. In der Schlucht? Nee, ich hab nicht den Olaf gemacht. Na, du bist ja beinahe bei mir gefühlt. Nee, nicht in deine Richtung. 400 Meter aufs Meer hinaus. Und so wie ich das Glück habe, ist der andere Creeper auch noch da. Da brauche ich drei Eisen. Mm-hmm.
Und ich höre die Mobs schon. Das ist ja sowas von beruhigend. Warum hast du denn hier eigentlich gesagt, dass du mitgehen soll? Nö, musst du doch nie. Und der Survivor's Generator? Ich möchte mich beeilen, in 20 Minuten fährt er rum. Jetzt hat die scheiß Generator-Quest schon mal fertig. Welcher Gang war das jetzt? Es müsste eigentlich da hinten gewesen sein. Hi Creepers. Tschüss Creepers. Alter. Tja, ich hab's ja aber auch endlich fertig. Ich habe ein Ohr, da warte ich wahrscheinlich drauf, bis ich das Ohr verdreifachen kann. Ist ausgestellt. Ne, es gibt auch Verdreifachung. Durch was? Pulverizer mit irgendeinem Augment. Oder im Induction Smelter mit Rich Slag. Oder Cinnabar. Die Formel oder die erste Empowerer? Leck! Mir die Füße sauber, ey. Eisenschwert. Fressalien. Hier ist doch die Formel. Nee. Und fährt der Server eigentlich automatisch runter? Ja, der fährt automatisch runter. In 10, 13 Minuten kommt eine Meldung und in 23 Minuten ist es soweit. Stimmt, in 3 Minuten kommt die Meldung und 13 fährt er runter. Also hopp hopp hopp. Ja, das schaffe ich jetzt. Ich grab mich dann von unten ran. Ans Grab. Ah, ich bin nicht so wie da. Okay. Die Folge ist jetzt schon 28 Minuten lang. Aber ich will in der Folge noch mein Grab holen. Boah, dann muss ich echt unbedingt was essen. Nein. Ach du Scheiße. Was denn? Ich gebe keine Auskunft darüber. Oh. Kurz gesagt, ich habe Scheiße mit der Schmelze gebaut. Was für Scheiß hast du gebaut? Ich hab die Glock nicht ausgemacht, dass das ganze Gold zu Gears. Obwohl ich waren wollte. Ist egal, einschmelzen. Ja, ist kein wilder Fehler. Trotzdem ärgert es mich, wenn ich Zeitdruck habe.
Autsch. Hey, hier ist mein Grab. Schön. Hab meinen ganzen Loot wieder. 1, 2, 3. Die auf die 4, das hier rein, das dahin. So, aber das Gold farm ich hier trotzdem noch. Das und den da und noch mehr Gold. So, der Clay kommt erst einmal hier rein und das auch. Und das oben ist da. Okay. Wer weiß. Torrentovich. Jetzt wird er doof gucken. Ja, Dark Horse, der gemutet ist. Oh, ich bin noch gemutet. Ups. Ich fange jetzt auch mal mit Cooking for Blockpads an. Was soll ich mit Mini-Backpacks, Ark? Die sind nur für das, was draufsteht. Schmeiß einfach alles in die Dings mit rein. In irgendeine Kiste halt. Alleine irgendeine Kiste ist kein Platz mehr. Die nehme ich. Ja. Die Augen können da zum Beispiel raus. Die müssen dort nicht rein. Sag mal, wieso schmeißt du einfach Zeug raus? Dann hau das doch woanders rein. Zum Beispiel die Bögen können zusammengecraftet werden. So. Nee, da schmeißt du einfach alles so raus, dass es der nächste Depp einsammelt. Vor allem ja, Mülleimer im Winter. Genau das wollte ich jetzt machen, aber das lohnt sich nicht mehr. Die Folge ist jetzt eh zu Ende. Guck ich noch kurz ins Questbuch. Wow, das, was ich schon habe, das kommt hier rein, das brauche ich nicht.